Münzprägerei sollten wir auf jeden Fall auch gleich mal auf die gute Verpflegung setzen. Sollten auf jeden Fall auch noch eine Windmühle errichten. Ja, dann werden wir hier eine starke Wirtschaft errichten müssen. Wir werden noch mehr Getreide beischaffen. Wobei wir auch hier noch mehr als genug Platz hätten für eine Getreidescheune. Also für zwei Getreidescheunen wenigstens. So. So. Gut, wir haben das Gebiet erobert. Das heißt, wir können hier ein Lager errichten. Hier auf der Ecke, da stürzt keinen so sehr. Wir können hier eine Berghütte errichten. Köhler, Goldschmied und Steinmetz dran anschließen. Ein Lagerhaus errichten. Und ja, eigentlich bräuchten wir auch irgendwoher mehr Holz. Machen wir das Ganze so. Holzfällerhütte. Ja, das Sägewerk schließen wir auch einfach hier an. So, und hier noch zwei Getreidescheunen. In der Logistik die Lager nach vorne verlegen. Also das Lager, was hier jetzt noch fehlt gerade. So, hier noch ein Jäger. Dann könnten wir nämlich noch einen zweiten Fleischer. Und die Kirche natürlich. Einen Fischer. Ah, ne, nicht auf der Seite, sondern auf der Seite einen Fischer. Und hier auf einfache Verpflegung gleich hochstufen. So, um für Wohnraum zu sorgen, noch zwei Wohnhäuser hier errichten. So, Lagerhaus ist errichtet. Das ist ein gehobenes Wohnhaus. Das ist auch ein gehobenes Wohnhaus. Ha. Hier wäre ein normales Wohnhaus, ja. Da ist unser nächstes Problem, dass der Brunnen braucht Steine. Wir hätten hier einen Brunnen. Also ja, sollten wir hier noch ein Wohnhaus errichten.
wo wir einen Bierpower dran anschließen können und dann hier hinter dem Ganzen die Kirche errichten. Sobald wir alles andere etabliert haben. So, wir machen aus den 10 Steinen 20. Das sollte uns auf jeden Fall schon mal helfen. Weil wir müssen auch bedenken, dass wir später einen Händler errichten müssen. Und ja, Rasmund wird mir Steine klauen hier von dem Vorrat. Also man sieht, hier gibt es auch noch Steine. Und hier würde es zur Not auch noch Steine geben. Wenn wir ganz dringend Steinbedarf hätten. Jetzt haben wir aber erstmal mehr Bedarf an mehr Musketieren. Nur 6 Stück sollten reichen. Dafür brauchen wir halt 24 Gold. Und dann haben wir Bedarf an Heiligen. Was sagt unsere Logistik? Ah, wir sind gut dabei, dass alles gebaut wird. Mal irgendwann größere Lagerhäuser hätten, wäre das auch praktisch, weil dann hätten wir auch mehr Träger. Am Anfang von Siedler 7 war es ja sogar so, dass man pro Lagerhaus nur einen Träger gekriegt hat und maximal 3 haben konnte. Jetzt hat man pro Lagerhaus halt von vornherein 2 Träger. Verpflegung sieht in Ordnung aus. Ja, genau, da. Getreidescheune und Brunnen beliefert die Schweinezucht. So könnte man dann auch ziemlich gut an Wurst rankommen. Versorgung läuft. Wir haben jetzt fast nichts mehr zum Bauen. Also ja, ich habe gerade keine allgemeine Übersicht über meine Gebäude. Nein, danke. Warum kommen jetzt auf einmal Beratungsanfragen mitten, während ich spiele? So. Fleisch wird produziert. Wo ist mein Metzger hier? Da ist dann noch eine zweite Metzgerei. Und am besten hier noch eine Jägerhütte. So, und dann 6 von den Jungs hier. Und da sollten wir jetzt anfangen, die Kirche zu bauen. Die Steine sind schon da. Das Holz muss noch geliefert werden. Ja, nur noch die Kirche und so, gucken wir mal, Verpflegung steigt. Man konnte sich übrigens irgendwie anzeigen lassen. Wahrscheinlich ist das dann der Knopf, der da noch fehlt.
sich anzeigen lassen, wie man welche Gebäude Verpflegung kriegen. Irgendwo wie größer sind hier für neutrale Sektoren. Gegensatz das zu restlichen können Kaufleute nicht durch feindliche Sektoren reisen. Für Kaufleute muss es eine sichere Route geben. Neutrale Sektoren können ohne jegliche Gefahr durchquert werden. Aspern blockiert den Handelssektor mit Befestigung. Erobert seinen Außenposten, um freien Zugang zum Handelshafen zu erlangen. Ja. So, haben wir unsere Soldaten, haben wir. Jetzt fehlt halt nur noch... fehlen halt nur unsere Geistlichen. Hier kriegen wir ja jetzt. Getreide haben wir auch mehr als genug und Mehl. Platz bräuchten wir halt noch. Na komm, ein gehobenes Wohnhaus können wir uns leisten. Wir haben ja noch mehr als genug Stein. 10 Stein kriegen wir auf jeden Fall noch raus. Durch unsere Versorgung. So, wird hier genug gejagt? Ich hoffe es mal. Oh ja, unsere Kirche wird gebaut. Einfach mal das Größte knatschen und dann den ganzen Rest. So, das heißt Geistliche. Ein gehobenes Wohnhaus. Und unsere Steinvorräte sehen super aus. Ja, zum Glück lässt sich Rasmus damit Zeit, den Stein abzubauen. Oh, das heißt, wir können die für Ene, Mene. Erforschen wir sowieso einfach alles wieder. Losschicken. Und gleich die nächsten 3 holen. Weil genug Bier haben wir für die dann auch noch. So, geben wir mal ein bisschen Speed wieder. In den Missionen können wir es ja noch. In den späteren Missionen, wo sehr viel gewuselt wird, da würde ich das dann lieber nicht tun. Weil dann brauche ich meine Zeit zum Reagieren und alles. Und ja, der mir die Anfrage gestellt hat, ich habe gesehen, der hat geschrieben, er weiß nicht, wie das Game geht. Soll er das Tutorial spielen, wie ich gerade? Ganz ehrlich, das Spiel ist keine Raketenwissenschaft. Ich wette, die Leute sind nur da, um mich zu ärgern. So. Schicken wir Mönche los für das Unterfangen. Und holen uns unsere restlichen 4 Mönche auch gleich mal. Die wir dann für die Ballistik brauchen. So. Geologie wurde erforscht, das heißt, wir brauchen noch 4 Mönche für Ballistik und dann ist das Ganze gegessen. Ja, auf der Map gibt es auch wieder nur die 2 Klöster für Wissenschaft und Technologie, weil es halt keine weitere Forschung gibt. Für Wissenschaft und Technologie, für Technologie, für Wissenschaft und Handwerk. Handwerk, Wissenschaft, okay.
Ja. Ich finde auch das, die Details von den Klöstern richtig toll. Das hier ist das Kloster des Handwerks. Deswegen sieht man hier Baukräne, riesige Gewichte.